habe ich sie nur schon wieder hingesteckt? Hat jemand meinen Sprengstoff gesehen? Oh, stand da nicht gerade noch ein Laboratorium? Gruppe 0 kommt direkt mal mit. Wenn wir so eine kleine Armee haben, müssen wir diese so schnell es geht immer nachfrischen können. Ich tue mein Bestes. Ihr habt einen neuen Auftrag erhalten. Jeder Schuss ein Treffer. Ihr könnt am Schießplatz an einer Wette teilnehmen. Gewinnt euer Schütze, locken große Gewinne. Ah ja, wunderbar. Wettspiele. Der Bürgermeister von Klein-Gieskübel will euch unbedingt sprechen. Nachdem ihr eure Wetten am Schießplatz abgeschlossen habt, heißt das, die Hacken zusammenknallen und nichts wie hin. Wenn ihr meint, wie ihr wünscht. Jawohl. Aber ich habe doch kein Glück. Die Sache als erledigt. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Ja, ist gut. Können wir doch immer noch keine bauen. Wie ihr wünscht. Wie viele Bruder Johannisse laufen hier eigentlich rum? Wie ihr wünscht. Muss ein Kloster vom Johanniterorden sein. Jawohl. Was haben die denn für ein Diebesproblem hier? Ja? Okay, das ist der Bürgermeister. Ja. Mit Wetten am Schießplatz. Ich will mit dem noch gar nicht reden. Nein! Ey, boah, so ein fetter Bürgermeister, mir wird schlecht. Hilfe! Wachen! Rosa Schlüpfer. Wer kämpft denn da so wie ein altes Waschweib? Hilfe! Wachen! Halte Dieb! Halte den Dieb! Okay. Ruhe! Was ist denn wieder los? Noch erstmal die Wolldecke aus dem Mund. Damit ich weiß, was du von mir willst. Schutztragend treiben sich zwielichtige Personen bei uns im Dorf herum. Dauernd quatschen die uns Klüpplerinnen wegen unserer wertvollen Handarbeit geklüppelten und mit Brüsseler Spitzen versehenen Soldatensocken an. Doch bezahlen wollten sie, wie jeder anständige Bürger, nicht. Schon gut, Rosa Schlüpfer. Hör endlich auf zu keifen. Weißt du wenigstens, in welche Richtung die Diebe gelaufen sind? Ja, die Diebe verließen das Dorf durch das Stadttor und flitzten den Bergpass runter. Mehr weiß ich auch nicht. Was sage ich denn zu unseren Soldaten? Die waren doch in ihren Rüschchensocken. Keine Angst, Rosa Schlüpfer. Ihr sollt eure wertvollen Soldatensocken wieder haben. Sonst will ich Socke. Ach, Meier heißen. Tja, Soldaten geklöppelt mit Brüsseler Spitzen versehenen Socken. Was vor als nächstes kommt. Ihr habt einen neuen. Dürfen wir noch wetten? Okay, wir dürfen immer noch wetten. Gut. Bringt die geklauten Soldatensocken zur Klöpplerin Rosa Schlüpfer zurück. Ja, ist gut. Wie soll ich mich. Kommen Sie her, kommen Sie ran. Hier werden Sie genauso geleimt wie nebenan. Hier kannst du auf einen Schützen setzen und sagenhafte Schätze gewinnen. Das ist ein Scam. Was soll's denn kosten? Mit 1000 Goldstücken bist du dabei. Buchmacher Alois Abzocker, natürlich. Oh, da möchtest du an der Wette teilnehmen. Möchtest du an der Wette teilnehmen, ja oder nein? Ja komm, was soll's. Na gut, aber erst soll ich prüfen, ob du genug Gold hast. Wir haben mehr als genug. Wir verwetten unser Geld. Okay, dein Gold scheint in Ordnung zu sein. Okay, dann leg mal los. Auf die Plätze, fertig, los. Wählt nun euren Schützen. Plapprig, Strauseli, Appelein, Jüngling. Ich komme das Angebot zurück. Schlapping. Auf die Plätze, fertig, los. Wer zuerst lacht, stirbt wenigstens fröhlich. Hör, du hast 2850 Schwefel gewonnen. Was soll ich jetzt meiner Frau erklären? Und... Bestimmt freut sich darüber, dass du den Biomüll endlich rausgebracht hast. Seit wann gewinnen wir Wetten? Na gut, 2000 Schwefel? Finde ich cool. Lass sie mitarbeiten. Ist mir Befehl. Ja, klar. Ja, komm, wetten wir. Wir haben genug Gold. Dann legen wir los. Was passiert, wenn Strause die gewinnt? Jungs, gebt euer Bestes, versündigt die Jugend, tapst im Alter meist nach Tugend, japst. Was? Na, da kommen unsere Truppen, um kurz was zu machen. Das war wohl nichts. Ihr habt nur eine Baggerfahrt durch die Eifel gewonnen. Aber ohne Licht. Ich hoffe für dich, dass du wenigstens die Baggerfahrerin hübsch ist. Ha. Das ist pures Zufallsprinzip, nicht wahr? Wir haben 25% Siegeschance
Und die hier war nicht so da. Okay, dürfen wir bitte... Quick Save. Ich wette gerne nochmal. Ich will auf jeden einmal setzen. Warum ist hier ein Leibeigener ein feindlicher? Ah, ist das Ziel? Schießen die auf den? Spiel? Speicherst du bitte ein bisschen schneller? Danke. Jawohl. Wie ihr wünscht. Auf den schießen die also. Klar. Wir setzen auf jeden einmal. Da nehmen wir teil. Gold haben wir. Appelein. Gebt euer Bestes, wer sündig durch die Jugend tapst, im Alter meist nach Tugend japst. Klar. Das war wohl nichts. Okay, es ist die gleiche Baggerfahrt durch die Eifel. In Ordnung. Darf ich bitte jetzt weiter? Dann retten wir noch einmal. Einmal auf Nummer 4. Wir haben das Geld ja bis zum Umfallen. 1000 Goldstück, ja, kein Problem. Nehmen wir teil. Dann legen wir mal los. Auf Nummer 4. Jüngling. Kommt Leute, schaut zu, der Weltkampf hat begonnen. Mann, hast du einen Dussel. 3500 Stein. Damit kannst du dir eine schöne Villa in der Eiger Nordwand bauen lassen. Ich glaube, wir haben einfach eine 25% Chance zu gewinnen. Irgendwann muss es ja passieren. Bei 4 Wetten zweimal zu gewinnen, ist an sich schon gut genug. Da haben wir Dussel gehabt und können jetzt einfach weiter. Von diesem Glücksspiel lassen wir uns nicht süchtig machen. Wir haben mehr als genug Ressourcen. Eure Siedler und beten. Werden gesegnet. Wie ihr wünscht. So. Wollte die geklauten Soldaten socken. Und wenn der Sprengsatz dann richtig platziert. Aber sag nicht den Bergpass runter. Also hier diese ganze Strecke entlang. Das funktioniert auch bei jeder Bank. Gruppe 2. Also Gruppe 0. Haben wir irgendwo einen Schießplatz? Platz? Kein Schießplatz. Platz. Dann kommt die hoch. Jawohl! Wird gemacht. Seid unbesorgt. Oh, da sind die Socken hier unten irgendwo. Oder hier? Wird gemacht. Wo sind die Socken? Es ist Zahltag. Wenn ihr das nicht lasst, lege ich euch ein kleines Päckchen unter den Stuhl. Kavum! Sag doch den Bergpass runter. Könnte dieser Bergpass nach unten sein. Wenn ihr meint. Wer stiehlt hier die ganzen verdammten Socken? Seid unbesorgt. Ja. Wenn ihr meint. Ja. Vielleicht hätte ich gründlicher lesen sollen. Ja? Anstatt mich darauf zu konzentrieren, die Stimmen zu machen. Aber jawohl. Was will man machen? Mann, wo sind die Diebe hingerannt? Hier waren ja haufenweise Diebe. Und die haben sich dann verzogen. Betrachtet die Sache als erledigt. Wird gemacht. Wenn ihr meint... Wir haben die ja gesehen. Wie ihr wünscht. Gut. Gut. Sind die unten irgendwo hingerannt? Nein, 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 ich will nicht mit dem Bürgermeister da reden. Ja? Ich hätte den sofort hinterherrennen sollen, glaube ich. Das Tor ist auf jeden Fall geschlossen. Das heißt, wir müssen den Pass hier wieder runtergehen. Ich soll mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt. Wie ihr befehlt. Euer Wunsch ist mir Befehl. Kommt ja nicht. Ich bin auch ein bisschen versucht, einfach alles mit Wohnhäusern hier zu bauen, damit wir das Gebiet hier sehen können. Wie sieht es eigentlich mit hier aus? Ist gut.
Wie lang kommen wir immerhin auch nicht? Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Wie ihr wünscht. Nun, das ist auf jeden Fall eine Situation. Da ist der Kunshi wieder. Vielleicht weiß der, wo die Leute sind. Hoffen wir es zumindest. Ah, das ist... Okay, ja. Wir müssen hier unten lang. Und jetzt geht's hier in dieses Lager. Gut, dann haben wir es uns noch erschließen können. Wurde ich möglicherweise ein bisschen vom Glücksspiel abgelenkt. Hat er was zu melden? Nö, das ist irgendwie so egal. Betrachtet die Sache als erledigt. Beten. So hohe Steuern habe ich mein Lebtag. Immer brav die Motivation oben halten, so gut es gerade geht. Wir wissen ja, wie das läuft. Gut, ich könnte schwören, ich habe genau eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Jawohl! Sag mal, Ralf Raffzahn, was ist mit dir los? Überall, wo ein Tor ist, lungerst du rum. Was geht hier für ein, hä? Du kämpfst viel doch. Wenn du hier durch willst, dann fahren, oder? Liefer will ich 1000 Gold und nochmal 500 für die Fahrarbeit und meine Hähne. Wen oder was suchst du überhaupt die ganze Zeit, hä? Eine Diebesbande mit einer Kiste voll Socken. Hast du sie gleich vorbeihuschen sehen? Nö, nee, leider nicht. Zahltag. Ja. Zahlen wir deine Zahnarztkosten. Seid gesegnet. So soll es sein. Ja, ist gut. Wird gemacht. Wenn ihr meint. Wird gemacht. Was ist da? Euer Wunsch ist mir bewusst. Was ist hier los? Mann, bin ich froh, dass du kommst. Ich konnte es länger aushalten. Bin gleich zurück. Okay, ich warte. Hab ja sonst nichts zu tun. Das tut gut. Das ist schön. Ist das schön? Oh. Was machst du denn da? Ach, du Ferkel. Na, wenn mich schon keiner Blumen kriegt, wässere ich halt selbst. Du wächst wenigstens Unkraut drauf. Gott. So, lass mich in Ruhe. Ich gehe wieder in meine Holzkiste zurück. Und du trödel dich rum, kümmere dich um deine Aufgaben. Ach, werde mal dem armen Jungen eine Büschel Petersilie hinstiften. Wie ihr wünscht. Jawohl. Aber warum? Okay, von hier aus geht's wahrscheinlich so Richtung Schweiz. Betrachtet die Sache als erledigt. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend. Hier unten geht's wieder nach. Keine Ahnung. Bayern, wo wir gewesen sind letztes Mal. Ich glaube nicht, dass wir das wieder öffnen dürfen. Gut. Wie konnte das nur passieren? Ich habe alles gemacht, was man auch wollte. Was holst du hier so rum, du Jammerlappen? Ist doch ein schöner Tag. Die Vögel zwitschern. Ach, wenn du wüsstest. Meine Olle, die Trümmerlotte ist mit irgendeinem Winter durchgebrannt. Ey, sag ja immer, eine enttäuschte Frau ist der schrecklichste Feind auf Erden. Das ist aber kein Grund, hier so rumzuheulen. Also mit dem Winter kann meine Olle auch nicht ja noch verzeihen. Aber dass die Olle meine Kurbel für die Brücke mitgenommen hat, das verzeih ich ihr nie. Wirklich? Und wo finde ich deine Trümmerlotte mit der Kurbel? Ich will nicht meckern. Ich glaube westlich von unserer Brücke. Folg einfach dem Weg. Herr, man hat euch mit einer neuen Aufgabe betraut. Wird gemacht. Bring die richtige Kurbel zur Brücke, für die Brücke zum Jammerlappen zurück. Ja. Ah. Jawohl. Nebelvergleichen liegen hier immer noch rum. Und Gift. Position halten. Wird gemacht. Wenn ihr meint. Wenn ihr meint. Wenn ihr meint. Wird gemacht. Ja? Ja, ist gut. Gern. Jawohl.
Okay. Wird gemacht. Jawohl. Ja. Ja. Zur Kenntnis genommen. Seid einfach vorsichtig, Leute. Wird gemacht. Ja, ist gut. Es ist Carla. Irgendwer weiß, dass es Carla ist. Ja. Viele Falken. Turm. Schießt. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Jawohl. Gut. Haben wir nicht vor kurzem erst ja aufgeräumt? Wie ihr wünscht. Der Turm nimmt keinen Schaden. Ich schätze, wir klopfen gerade sehr, sehr höflich an. Betrachtet die Sache als erledigt. Jawohl. Ja, ist gut. Es ist Zahltag. Also, bis in den Tod. Stop. Hier passiert noch nicht so viel. Betrachtet die Sache als erledigt. Ja? Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Gut. Hier passiert das nicht so viel. Das ist komisch. Die Priester segnen die Bewohner der Stadt. Wer wird das bereuen bestimmt? Schauen wir mal. Nö. Kann ich eine Bombe davor platzieren? Achtung! Gleich macht es Rams! Hä? Ich bin mir nicht sicher, was die Karte gerade von mir will. Da oben ist der Wächter schon wieder. Also das können wir gerade nicht im Moment zerstören. Wir ziehen die Truppen mal zurück. Ich sehe hier jetzt nicht, wo die verdammten Socken sein sollen. Oder wie wir da drankommen wollen. Wir können die Brücke nicht überqueren, wir haben keine Kurbel. Gut. Betrachte die Sache als erledigt. Jawohl. Wir hatten mit dem Grab interagiert, da ist aber auch nichts bei rumgekommen. Ja, ist gut. Ja, Trümmerlotte soll irgendwo hier sein, schätze ich. Gut. Wird gemacht. In den ganzen Trümmern. Ja. Gut. Wenn ihr meint. Ja, ist gut. Ich gebe zu, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was von mir gewollt ist. Eventuell will uns der Zöllner wieder hier einen Weg öffnen. Hier wurde gesagt, westlich der Brücke, einfach immer den Weg lang. Wir sind den Weg immer lang gegangen, da wurde es nicht so viel draus. Die Reihenfolge kann jetzt nicht an der Kante jetzt nicht liegen, oder? Wir erledigen das. Ja? Alles hier ist immer freigeräumt. Wird gemacht. Wird gemacht. Ich habe so wahrlich gar keine Ahnung. Mach. Geht denn da? Das ist nicht. Du hast die Gruppe 9, warum hast du keinen Schwefel? An die Arbeit. Wunsch, hast du irgendeinen Tipp? Jeder Held verfügt über besondere Fähigkeiten, um Probleme zu lösen. Fällt ein Held im Kampf, so wird er nach einiger Zeit wieder auferstehen. Wird gemacht. Jawohl! Also das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, wäre jetzt nochmal wieder hier hochzurennen und mit dem zu quatschen, falls der sich da Quatschstimmung versetzen möchte. Dafür sind wir genau die Richtigen.
Tag. Ansonsten fällt mir jetzt hier wirklich nichts was ein. Wo wir lang müssen für die verschiedenen Sachen. Aber gern. Beten. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Oder mir fällt nur noch ein, dazu Ralf Raffzahn hochzugehen und mit dem kurz zu quatschen. Stellenweise ein bisschen verwirrend gehalten, habe ich das Gefühl. Probe 2, habt ihr oben nichts gefunden? Nö. Dort oben im Baum. Na, dann kommt man mit nach hier oben. Eigentlich alle inzwischen Stufe 5. Einer ist Stufe 4. Okay, einer ist Stufe 5, zwei sind Stufe 4. Ah, die haben sich auf jeden Fall schon gut hochtrainiert an den Feinden, die sie bekämpft haben. Natürlich. Jetzt hat sich dieses Tor geöffnet, aber wirklich was gelöst hat sich dadurch nicht. Betrachtet die Sache als erledigt. Vielleicht gibt es hier noch etwas? Jemanden? Ja, ist gut. Gut. Wie ihr wünscht. Ja. Gut. Wenn ihr meint... Sieht bislang nicht so wirklich danach aus, nein. Ja. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja. Dann gehen wir zum Wächter, aber der wird wahrscheinlich aber auch nichts zu melden haben. Und dann ist mein Latein wahrscheinlich ein Stück weit aufgebraucht. Ich wüsste jetzt nämlich nicht, wo es dann hier weitergehen soll, wenn nicht hier durch den Wächter. Würde die Strecke hier entlang. In der Hoffnung, irgendwo hinzukommen, wo. Nun ja. Socken rumliegen, schätze ich. Betrachtet die Sache als erledigt. Nö. Wenn ihr meint? Ja? Nö, hier geht's nicht weiter. Wird gemacht. Wie ihr wünscht. Dann habe ich gerade wirklich keinen Anhaltspunkt mehr. Denn wir haben da... Vielleicht müssen wir einfach länger drauf klopfen. Vielleicht müssen wir länger an die Tür klopfen, wer weiß. Das ist das Einzige, was mir gerade einfallen würde. Gebt einen kurzen Moment, ich bin sofort zurück. Na gut, weiter geht's. So. Also, gut. Wir waren hier bei stehen geblieben, genau, und ich habe keine Ahnung. Wo wir jetzt diesen Unsinn finden können. Wir gehen einfach schauen, ob wir den Pilgrim hier weiter draufschlagen können. Das Einzige, was mir da gerade einfällt, ist halt wirklich diesen Turm irgendwie anzuklopfen, bis wir vielleicht irgendwann diese Kurbel bekommen. Denn ich habe gerade keine Ahnung. Vielleicht wirklich verlangt, dass wir die Minen bauen? Möglich? Gruppe 8? Und dann haben wir den alten über. Geht mal hier rüber. Und der. Dachchef. Zahltag. Uff. Nun. Hier sind ein paar Trümmer. Wie sind das überall? Die sind einfach so zwei Zugbrücken und die gehen einfach nicht auf. Eure Siedler werden gesegnet. Das ist Wucher! Unverschämtheit! Senkt die Steuern! Wir gehen einfach mit Pilgrim ein bisschen anklopfen an den ganzen Laden. Lassen die Truppen hier draußen stehen. Ja, ist gut. Denn ich bin mir gerade wirklich nicht sicher, wo es und wie es hier weitergehen will. Wird gemacht.
Betrachtet die Sache als erledigt. Betrachtet die Sache als erledigt. Wie ihr wünscht. Gut, nope. Wenn ihr meint... Ja? Wenn ihr meint... Ja. Wird gemacht. Wird gemacht. Wir werden wohl kaum durch die irgendwelche Reihenfolgen hier irgendwas zerstört haben, oder? Die Sache als erledigt. Wie ihr wünscht. Wenn wir das Grab vielleicht vorgenutzt haben. Wie ihr wünscht. Wäre schon ein bisschen komisch. Hier ist ja kein Gift mehr. Ja? Wenn ihr meint. Jawohl! Wieso ist ja kein Gift mehr? Wenn ihr meint, betrachtet die Sache als erledigt. Hier ist noch Gift. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Wenn ihr meint. Ja? Aber hier in dem ganzen Bereich nicht mehr? Gebäude und keinen Schaden. Wenn ihr meint. Auf sie! Bin mir echt nicht sicher, was wir tun sollen. Natürlich, das können wir hauptsächlich beten und warten. Wollte vielleicht da irgendwie einen Angriff machen und der ist niemals passiert, deswegen wird der Turm einfach nicht verwundbar? Ist das möglich? Achtung! Gleich macht es! Bei uns jemand angekommen, der vielleicht mit uns reden will? Sieht das nicht wirklich danach aus? Würde ich auch ansonsten sehen durch die Tab-Taste mit den aufgedeckten Figürchen. Haben wir die Karte irgendwie kaputt gemacht? Haben wir irgendwo einen Bug ausgelöst? Wenn ja, würde ich gerne wissen, wie. Was habe ich bitte getan, dass das Spiel mich so schlecht behandelt? Müssen wir vielleicht noch ein... Okay. Ich habe noch eine... Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das eine These nennen möchte. Was, wenn wir dem hier hinten Blumen hinbauen? Na gut. Weil Pilgrim meinte, wir geben dem bestimmt noch so einen Petersilienstrauß oder sowas. Was, wenn wir dem ein bisschen Blumen mitbringen? Und er sagte, wir sollen uns um unsere Aufgaben weiter kümmern. Aber niemand hat ihm Blumen hingelegt. Jetzt geben wir ihm welche. Vielleicht läuft das dann ja. Dass das Grab nicht verschwindet, während wir die Blumen da draufsetzen und dass man es überbauen kann, ist vielleicht ein gutes Zeichen. Das ist das Einzige, was mir jetzt hier gerade einfallen würde. In Ordnung. Es wurde halt nicht ins Questlog mit eingetragen, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig mit gewesen. In dem Fall ziehen wir Pilgrim noch kurz mal zurück und bringen die Schützen wieder mit. Natürlich. In Gruppe 8 kann nachrücken. Ja, mein Herr. Interessant finde ich, dass das Gift hier einfach komplett verschwunden ist. Dass der Effekt nicht mehr erneuert wurde. Betrachtet die Sache als erledigt. Aber das ist das Einzige, worauf wir noch eine Andeutung haben. Fertig. Ja, ist gut. Wie ihr wünscht.
Es ist Zahltag. Okay, er hat jetzt eine Blume jetzt hier stehen. So soll es sein. Jawohl! Und jetzt? Oh, sie haben ein Wasserkoppel wieder aus dem Boden raus. Wird gemacht. Seid unbesorgt. Also er hat die Blume jetzt. Was ist das Einzige, was mir noch eingefallen wäre? Ja? Sofort. Gut. Ja. So soll es sein. Wird gemacht. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ja. Wir kümmern uns darum. Ja, ist gut. Ah! Nur Mut. Wir werden siegen. Nö, aber der Turm steht da einfach immer noch und nimmt einfach nach wie vor keinen Schaden. Wenn ihr meint... Vorwärts! Gut. Ja. Wird gemacht. Gut. Auf Sie! Ich kann mir gerade nicht komplett vorstellen, dass Singleplayer XT dran schuld ist. Muss schon irgendwas anderes sein, fürchte ich. Hoffe ich. Wie ihr wünscht. Ja. Denn irgendwie will das Spiel wirklich nicht so wie wir. Wenn ihr meint, wie ihr wünscht. Ah! Was wir noch einen Brunnen daneben stellen zum Wässern? Und Sold werden gezahlt. Macht das was? Nichts lieber als das. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Gift hätte uns eigentlich daran hindern sollen, hier reinzukommen. Aber das hat es nicht. Insofern habe ich das Gefühl, dass Sachen kaputt gegangen sind. Segnen die Bewohner der Stadt. Weil wir keine Türme haben, ist die Karte aufzudecken auch nicht ganz so angenehm. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Den Kundschafter, wir haben schon ein bisschen versucht zu reden, was auch nicht gebracht hat. Ja, wie ihr wünscht. Wenn ihr meint, ja, betrachtet die Sache als erledigt. Wird gemacht. Ja? Jawohl! Wird gemacht. Ja. Hier ist halt noch Gift, aber... Das haben wir gleich. Was will man drumherum machen? Hier kann Pilgrim nicht reinrennen. Betrachtet die Sache als erledigt. Auf Sie! Macht ihr wohl die verdammte Tür auf? Nö, scheinbar nicht. Na gut, dann speichern wir mal und ich muss eine Aufnahmepause einlegen und vielleicht irgendwie herausfinden, woran es hier liegt. Ich habe keine Ahnung. Denn ich weiß nicht, wie es weitergeht. Irgendwas muss ich blatant übersehen haben oder etwas ist kaputt gegangen. Eins von beiden wird es sein. Ich hoffe, dass ich irgendwas blatant übersehen habe und einfach nur die Peinlichkeit für ganze 2 Sekunden ertragen muss, anstatt dass ich gezwungen bin, ganze Abschnitte neu zu machen, weil das Spiel entschieden hat, das nicht lustig zu finden. Na gut. Als Zwischenstand können wir hier noch kurz rübergehen. 4 Gebäude zerstört, keines verloren. 297 Leute erledigt, 38 verloren. Und in der nächsten Aufnahme geht es dann hoffentlich weiter. Hängt davon ab, ob ich eine... Na gut, es wird weitergehen. Ich muss nur herausfinden, wie. Aber das sehen wir dann. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch allen viel Spaß und bis zur nächsten Aufnahme. Ciao.